So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute wollte ich mal ein bisschen über das Thema Black Ops 3 reden. Der Titel ist, Black Ops 3 wird schon, gehatet. Schon jetzt, nach dem Release-Trailer. Und ja, da wollt ihr jetzt bisschen was erzählen drüber. Bisschen drüber reden und so weiter und so fort. Und ja, erstmal ein bisschen was zum Trailer. Anfangs war ich zwar auch ein bisschen begeistert. Ja, habe ich so gesehen, ja scheiße, Alter. Wallrunning, keine Ahnung was noch alles war. Dann ist er da so hochgejumpt auf das Dach und so. Und der Wasserschießen hat schon mal echt gut angefangen. Und dachte mir, was geht da denn ab? Wieder so Future-Scheiße. Wie AW. AW fand ich zwar jetzt gar nicht so schlecht. Hat sich schon gebockt, aber so. Ich wollte jetzt einfach wieder Black Ops. Ein Black Ops wollte ich wieder. Genau, und das war eben das, was mir dann irgendwie so geschockt hat. Ich dachte, die machen auf jeden Fall keine so Art Exos mehr. Und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen informiert. Und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was. Und zwar, das, was ihr da jetzt gesehen habt von Trailer, das ist ja der Story-Mode-Trailer. Die größten Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, was alles war. Also, unter Wasser schießen wird man im Multiplayer auf jeden Fall auch können. So hoch springen, so Double-Jump, Leute, das gibt's aber wirklich nicht mehr. Man kann jetzt, das ist so eine Fähigkeit, da gibt es jetzt mehrere Charakterfähigkeiten, es gibt verschiedene Charakter und ja genau. Kann man dann zum Beispiel wie in Ghost oder wie war das? Ich glaube in Ghost war es, dass man so schnell über ein Hindernis springen kann. So ungefähr ist es dann. Und man kann halt ein bisschen höher springen, aber nicht so wie in AW, wo man nur rumjumpen muss. Ich denke im Online-Modus werden dann die Maps auch so ausgelegt sein, dass man gar nicht rumjumpen muss, sondern eher am Boden bleiben, um eine Streak aufzubauen, eher so richtige Gunfights am Boden machen muss, so dass es auch richtig Black Ops wieder ist, schätze ich mal. Sie müssen ja was Neues reinbringen und das mit dem Wallrunning, denke ich, wird auch jetzt nicht so oft, braucht man das im Online-Modus, schätze ich dann. Es wird ja bestimmt noch einen Online-Modus-Trailer geben. Es wird ja auch eine Beta geben, wo man zocken kann. Ich denke, ich bestelle es mir auf jeden Fall vor. Ich habe zwar eine PS3, da kann ich dann nicht die Beta zocken. Das ist bitter. Das finde ich richtig scheiße schon wieder von SwayArch, dass man keine Beta auf PlayStation 3 zocken kann oder Xbox. Dass sie die da vernachlässigen. Und ja, was mich auch schon aufgeregt hat, dass sie Leute alle das Spiel schon zu Tode haten, obwohl sie nur den Trailer gesehen haben. Und das war auch noch der Story-Mode-Trailer. Und der eigentlich noch gar nichts sagt über das eigentliche Game so richtig. Er sagt schon was, aber über den Multiplayer noch nicht so richtig. Und eben das hat, Alter, Leute, ihr müsst mal die Bewertung anschauen von dem deutschen Trailer. Ich glaube 2500 nach unten und 3000 nach oben und bei dem internationalen Trailer übelst, ich glaube 250.000 Daumen nach oben und glaube 10.000 oder so nach unten, irgendwie so. Da sieht man wieder, die Deutschen, die wollen einfach wieder ein gescheites Black Ops ohne Rumgejumpe und sonst was. Und ja, letztens habe ich auch ein auf der Facebook-Page vom Ali A hat der auch gepostet, dass er irgendwie schon spielen durfte, Black Ops 3. Und keine Ahnung wo, wie. Auf jeden Fall hat er gesagt, es fühlt sich richtig geil an, das Game. Und es wird auf jeden Fall richtig hart bocken, was ich so gelesen habe. Und also ich bin zuversichtlich, ich denke, also ich glaube, ich suche das Game wieder richtig hart. Es wird, glaube ich, denke, es wird geil. Das mit dem Wallrunning ist auch im Titanfall so. Da ich wollte mir Titanfall schon kaufen, aber dann gab es ja dann nicht auf PS3.
Deshalb ging es ja dann nicht. Aber Titanfall hat mich schon irgendwie gereizt, dass ich mir das kaufe. Und jetzt so ein bisschen mit dem COD drin, denke ich, wird schon was Geiles. Und ja, mal schauen, was da daraus wird. Dauert ja noch eine halbe Ewigkeit, bis es rauskommt. Aber was soll's. Wird schon. Und ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Mal schauen, was ihr dazu jetzt sagt. Und genau. Dann, falls euch die Bewertung von mir zu dem Spiel gefallen hat, oder falls ihr meine Bewertung übelst Bullshit findet, schreibt es in die Kommentare, lasst Daumen nach oben da oder so. Falls ihr es gut fandet, wie ihr denkt, wie ich denke halt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.